Ganz chilliges Video heute. Viele haben gefragt, dementsprechend mache ich das jetzt mal. Machen heute einfach mal ganz entspannt ein Foto-Editing. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich sitze hier am Laptop an meinem alten 2013er MacBook, das mittlerweile schon echt hart an seine Grenzen stößt, wenn es um Bildbearbeitung und so ein Thema geht. Aber hilft nichts. Wir könnten es auch eigentlich am PC machen oder ich könnte eine Handyaufnahme machen. Handyaufnahme deswegen nicht, weil man da einfach nicht so genau arbeiten kann, wegen Daumen. Und an meinen PC können wir auch nicht gehen, weil es da unten in meinem Keller viel zu dunkel ist. Dementsprechend müssen wir es hier machen, mit dem Laptop, aber es wird schon funktionieren. Bisher habe ich auch alle Bilder, die ich gepostet habe, die ihr gesehen habt, egal wo, kommen alle vom Laptop hier. Dementsprechend sollte das eigentlich funktionieren. Es kann sein, dass er ein paar Mal ein bisschen länger braucht. Wir sind jetzt hier im ersten Bild drinnen. Kurzer Kontext dazu. Das Shooting ist von... Wann zwar ist eigentlich unwichtig, weil das Video eh erst in 3, 4 Wochen online kommt. Wir waren da auf jeden Fall an einem Containerhafen. Das ist irgendwo in München, sage ich jetzt einfach mal. Der ein oder andere wird es wissen. Wer es nicht weiß, auch nicht schlimm. Muss man jetzt nicht unbedingt überlaufen, dieses Thema. Falls jemand weiß, wo das ist, am besten erst am Wochenende dahin gehen. Unter der Woche wird da gearbeitet. Samstag, sonntags ist da nichts los. Dann kann man das machen. Dann kann man da hingehen und Shootings machen. Aber unter der Woche eher nicht, dass man da den Leuten einfach nicht auf die Eier geht. Deswegen die ganzen Bilder, die wir jetzt bearbeiten werden, sind alle von dem Shooting am Containerhafen. Wir machen ins erste Bild hier rein. Da habe ich jetzt schon mal ein Preset von mir drüber getan. Generell werdet ihr merken, dass ich die ganzen Bilder nur mit meinen Presets bearbeite. Presets sind auf meiner Website. Link zu meiner Website ist in der Videobeschreibung unten drin. Okay, es war jetzt nur das erste Bild, da habe ich schon mal ein Preset von mir drauf, aber ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, das da war's. Was ich jetzt bei dem Bild noch machen würde, ist tatsächlich, wenn ich es nicht eh schon gemacht habe, ja, ich habe es eh schon gemacht, ich habe die Rottöne hochgezogen. Wenn wir das machen, sieht man hier einen relativ deutlichen Unterschied. Wo es aber noch krasser rauskommt, bei dem Bild, denke ich mal, ist orange. Nee, gar nicht mal, er erkennt sogar rot als rot. Okay, ist relativ viel Gelb noch in dem Bild, sieht man am Boden unten. Aber bei dem Bild taugt mir dieser warme Look eigentlich ganz gut. Deswegen lassen wir es mal so. Grün haben wir nichts drinnen. Blau auch nicht so richtig. Okay, und das andere lasse ich sowieso immer ganz unten. Lila und Pinktöne sind einfach nicht so mein Ding. Farbentechnisch, lichttechnisch ist jetzt eigentlich schon in Ordnung. Würde ich jetzt so gar nichts verändern. Das Einzige, was wir noch machen können, ist vielleicht ein bisschen Dunst entfernen. Das Ganze nochmal ein bisschen klarer rauskommt. Vor allem der Himmel oben und der Boden. Da merkt man Dunst entfernen immer am krassesten. Und die Klarheit ziehen wir ein bisschen nach oben. Klarheit macht das Bild an sich ein bisschen heller. Sorgt aber auch dafür, dass die Sättigung ein bisschen rausgeht. Aber das ist in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Und womit ich sehr viel arbeite, sind Masken. Ich habe da schon eine drüber gezogen, anscheinend das letzte Mal, wo ich drin war, über das komplette Bike. Und habe da genau das gemacht, was ich immer mache. Bild ist so eigentlich fertig. Deswegen gehen wir jetzt mal ins nächste Bild rein. Das ist jetzt ein komplett unbearbeitetes Bild. Da habe ich noch absolut nichts gemacht. Was ich immer mache, ist erstmal das automatisch ausrichten lassen, dass das Bild gerade ist, dass es waagerecht ist. Das Programm orientiert sich da an verschiedenen Punkten. Manchmal scheißt es ein bisschen rein. Dann ist das irgendwie so auf einmal drin, das Bild. Das bringt dann nicht so viel. Dann muss man es einfach selber machen. Aber in den meisten Fällen funktioniert das eigentlich ganz gut. Das ist jetzt ein relativ dunkles Bild und meine Presets machen die Bilder generell noch dunkler. Deswegen schauen wir mal, was da jetzt passt und ziehen das dann noch ein bisschen heller. Damit kann man arbeiten. Ziehen wir das Rot wieder ein bisschen hoch. Dann ziehen wir das Rot ein bisschen heller, dass es ein bisschen rauskommt. Gehen wir generell einfach mal alle Farben durch, die so im Bild drinnen sind. Aber jetzt das Problem, das haben wir öfter, und zwar, dass er Rot teilweise auch als Pink erkennt. Wenn ich jetzt hier nämlich von Pink die Sättigung runterziehe, sieht man hier, dass er das komplett rausnimmt. Und eigentlich ist es ja Rot. Was wir da machen, ist die Sättigung ein bisschen hochfahren. Sieht man hier auch einen krassen Unterschied. Hier ist Pink, hier ist Rot. Und wir ziehen das Pink ins Rote rein. Und es geht so durch. Wenn ihr hier anschaut, habt ihr Rot, hier Orange. Wenn wir dann in Orange reingehen, haben wir hier Rot und hier eher Grün schon fast. Wenn wir ins Gelb reingehen, haben wir hier Orange und hier Grün. Deswegen sind die Farben so angeordnet. Dementsprechend ist Pink hier hinten Rot. Sieht man jetzt hier auch ganz gut. Genauso könnten wir zum Beispiel auch ins Lila reingehen. Dann ist es halt Lila. Aber das wollen wir ja nicht. Macht ja keinen Sinn. Also gehen wir ins Rot. Wäre doch schön. Nee. Das nicht. Sowas will ich nicht. Die MT war ja schon mal pink bei mir. Bei dir auf dem Account, ja. Und grün war es auch schon. Stimmt. Das sah scheiße aus. Ja, grün passt nicht zur MT. Dunst entfernen, dann kommt das alles nochmal ein bisschen
heftiger raus alles. Klarheit fasse ich jetzt nicht an, das passt so. Gut, und jetzt geht's ins Maskieren rein. Schön in Lightroom ist, dass man die Funktion hat, Motiv erkennen, dann sucht er sich das Motiv selber. Funktioniert in den meisten Fällen auch ganz gut, aber nicht immer. So wie hier zum Beispiel. Hat jetzt hier zum Beispiel die Kanten ganz gut erkannt, hier am Reifen. Da sieht man es echt gut. Alles, was rot ausgefärbt ist, ist quasi die Maske, die dann bearbeitet werden kann. Aber hier oben hat das einfach ein bisschen verkackt. Und um das quasi zu reparieren, können wir hier Plus oder Minus, also zur Maske hinzufügen oder von Maske entfernen, subtrahieren. Haben wir dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. In dem Fall werde ich jetzt das mit dem Pinsel machen und das von der Maske einfach entfernen, dass das nicht bearbeitet wird, wenn wir die generelle Maske angreifen. Das muss in den meisten Fällen nicht hundertprozentig genau sein, so wie hier zum Beispiel bei den Felgen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Gibt auch Fälle, wo man es ganz genau machen muss, aber hier geht's. Wir machen da nicht viel, was wir jetzt machen, und zwar, weil das Bike relativ dunkel ist im Verhältnis zum Rest, ziehen wir das Bike ein bisschen heller. Und das machen wir aber nicht über die Belichtung, auf gar keinen Fall. Denn es hat zwar den Effekt, dass es heller wird, aber man sieht, es wird so ein ekliges Hell. Lightroom packt da einfach unnötig viel Weiß mit rein. Dementsprechend machen wir das anders und wir ziehen nur die Lichter ein bisschen nach oben. Nicht viel, es sind echt nur Details und es geht hier um Details. Nur ein bisschen nach oben. Die Tiefen, also alle Schatten und alles, was dunkel ist, ziehen wir auch ganz leicht nach oben. Wirklich minimal. Und schwarz ziehen wir dann wieder ein bisschen nach unten, aber auch im einstelligen Bereich bleiben wir da. Man sieht hier nämlich bei dem bisschen schon einen krassen Unterschied. Wir gehen da mal auf minus 6 oder so, minus 7. Ja, so, und dann wirkt das Ganze gleich ganz anders. Es poppt das Bike ein bisschen mehr. Was wir jetzt noch machen können tatsächlich, aber das sind dann Spielereien, weil das Heck und die Reifen noch sehr, sehr dunkel sind, ziehen wir da nochmal einen Radialfilter drauf. So, Filter sind jetzt drauf und auch hier werden wir wieder separat die Teile bearbeiten. Heißt, im gleichen Effekt ziehen wir die Lichter ein bisschen nach oben. Minimal. Tiefen genauso. Da kann man ein bisschen mehr jetzt tatsächlich machen. Ja, so passt's. Und das Schwarz ziehen wir dann auch wieder ein bisschen nach unten. Auch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt kommt das ganze Thema ein bisschen besser. Und jetzt sehen wir hier unten, dass das Innere der Felge, weil das noch in der Maske drinnen ist, hier der Boden im Hintergrund von der Felge deutlich heller ist als außenrum. Was wir da jetzt machen, wir gehen da mit einer Pinselmaske drauf, pinseln die Bereiche einmal schnell aus und machen die dann nochmal deutlich dunkler, dass das auch zum Rest passt. So, jetzt haben wir da leichte Kanten drinnen, aber da können wir jetzt so nichts gegen machen in dem Sinne. Bisschen was können wir noch machen. Man sieht eine leichte Umrandung, aber das ist auch dem Objektiv ein bisschen geschuldet. Ich würde jetzt noch diese Dinger da wegmachen im Himmel. Ist nicht auf dem Bildschirm, oder? Nee. So, und weg ist alles, was stört. Jetzt schauen wir uns mal vorher, nachher an. Das ist jetzt. So war es vorher. Das ist jetzt nicht das beste Bild, was ich jemals bearbeitet habe, aber geht klar, finde ich. Wir haben mal in ein anderes Bild rein. Und zwar das hier. Das ist nämlich schön ausgeleuchtet, schön belichtet, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Das passt eigentlich ganz gut. Da könnten jetzt mehrere Presets tatsächlich passen. Das kommt ganz gut. Ich stehe generell auf diesen dunkleren Look. Auch hier wieder ziehen wir das Rot ein bisschen hoch. Auch ein bisschen heller, weil ich das einfach immer so mache. Hier haben wir jetzt schon das Thema. Und zwar sind wir jetzt im gelben Tab. Hinten die Bäume sind eigentlich grün. Er erkennt es aber als gelb. Was wir jetzt da machen, ist, wir ziehen das Gelb ein bisschen ins Grün rein. Oder eher ins Orange. Ah, tatsächlich ins Orange taugt mir mehr. Gibt dem Ganzen nur noch ein bisschen wärmeren Look. Grün haben wir generell nicht so wahnsinnig viel drin. Doch, von den Containern da hinten ein bisschen, aber sonst passt. Also können wir es drin lassen. Vorher war es draußen. Blau raus. Bisschen was lassen wir drin. Und den Rest lassen wir auch wieder draußen. Dunst und Klarheit sind schon da, wo ich sie will. Vignette mache ich ein bisschen weniger. Vignette nehme ich persönlich hauptsächlich dafür her, um den Fokus auf den Mittelpunkt des Bilds zu setzen. Aber das brauchen wir hier jetzt nicht wirklich, weil schön der Verlauf hier, wenn man hier die Linie nachverfolgt, von der Straße beispielsweise, ist das alles schön ums Bike herum. Und führt zu einem Punkt. Das ist jetzt da hinten irgendwo der Punkt, wo sich die Linien kreuzen. Und das Bike ist halt direkt drunter. Was ich jetzt vergessen habe, was wir noch machen müssen, ist ausrichten. Das war aber nicht so viel. Ja, mittig ist es sowieso. Gut, und dann geht es wieder ins Maskieren rein. Motiv auswählen.
Meine Lieblingsfunktion? Ja, das hat er sogar ganz gut hingekriegt eigentlich, aber auch nur, weil der Hintergrund ganz clean ist. Eine Sache hat er aber vergessen, und zwar hier das Schild vorne. Keine Ahnung, warum er da keinen Bock drauf hatte. Lichter können wir tatsächlich ganz hoch fahren, weil das wirklich nicht viel Unterschied macht. Dafür wären es aber jetzt die Tiefen. Da machen wir nur ein bisschen was. Also auf 20, 21 können wir gehen. Und schwarz wieder ein bisschen nach unten. Jetzt kommt das Bike halt deutlich besser raus. Was wir jetzt noch machen können, das eignet sich hier eigentlich ganz gut als Vorführeffekt, nicht Effekt, aber geht schon in die Richtung auf jeden Fall. Zwar dadurch, dass wir jetzt hier die Linien im Hintergrund haben, können wir hier nochmal so einen Linearfilter drüber ziehen. Schön, dass das auch bei einer Maske ist und dass wir es nicht separat bearbeiten müssen, machen wir das jetzt hier auf der Seite auch nochmal bei der gleichen Maske. Zwar so ungefähr, dass wir quasi die Linien verfolgen. Hier oben sieht man es, dass das schön den Linien entlang geht. Und wir ziehen das einfach ein bisschen dunkler, das ganze Thema. Das fällt jetzt so nicht krass auf, sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber dass man den Fokus auch einfach nochmal auf den Vordergrund in dem Fall setzt, nämlich das Bike. Recht viel mehr würde ich eigentlich gar nicht machen. Und vielleicht noch das richtige Format auswählen. Passt. Bike ist ausgerichtet. Vorher, nachher. Das wär's. Das Bild ist ready. Da sehen wir jetzt zum Beispiel noch die Bilder vom guten Super Corsa V4. Die habe ich für ihn noch gemacht und bearbeitet. Die sind auch schon ready. Eigentlich auch ganz geil geworden. Na komm jetzt. Das ist geil. Ja, das ist too much. Findste? Yep, und mein Visier geht Ja, flöten. aber das kann man ja machen. Das ist ja nur ein Preset. Damit arbeitet man ja noch. Das Ding ist halt mit dem ganzen Das Schwarz und Grau, da dürfen nicht zu viele andere Farben sein. Warte, geh nochmal hoch. ziehe ich sowieso raus. Jetzt war's. Ja. Das da? Ja. Okay. Nur das. Dynamik ziehen wir dann in dem Fall mal. Na, nicht so weit. Ja, es geht mir um den Hintergrund in dem Fall. Das Visier bearbeite ich nämlich dann separat. Ja. Okay, ich lasse es mal hier. Rot. Ja, lasse ich mal drin. Achso, ja, Mach das meinen ist deine Hals nicht Haut. grau. Ja, das ist deine Haut. Das fällt mir auch gerade auf. Das fasse ich mal lieber nicht an. Das lass mal so. Grün haben wir nur im Hintergrund da. Dieses kleine Stück, das lassen wir auch draußen. Genauso wie Aquamarin. Danke, Alles dass er jetzt klar. einfach rausgeht. Blau könnte jetzt interessant werden. Ja, das ist nur der eine Container. Nee, das ist das ganze Bild. Das ist Ah der ja, stimmt. Container, das ist der Himmel, das ist der Helm. Blau lassen wir draußen. Wir lassen dann nur eine Farbe drin, und zwar die da. Und die. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir machen jetzt aber trotzdem noch den Hintergrund umkehren. Hat auch schön eigentlich alles ganz gut erkannt, ne? Ja, passt. Hat er genau erkannt. Aber gut, bei dem ist auch nicht wirklich schwierig bei dem Bild. Wir ziehen jetzt aus dem Hintergrund noch ein bisschen die Sättigung raus. Oder soll ich es drin lassen? Was sagst du? Nee, lass ein bisschen realistisch. Ja. Also so. Ja, ganz bisschen hoch noch. Ja. Ja, dann kann ich es auf 0 lassen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch ganz gerne den Helm noch ein bisschen hervorheben. So, oder? Ich muss jetzt aber trotzdem das noch machen. So, Helm ist ausgewählt. Hier machen wir das gleiche Thema auch nochmal. Die muss ein bisschen nach oben. Jetzt poppt der Helm nochmal richtig gut. Kann man so lassen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist jetzt kein krasser Unterschied vorher, nachher, aber der Helm kommt halt jetzt ultra krass raus. Eigentlich das, also du im Ganzen. Und wir haben den Hintergrund jetzt nicht irgendwie extra unschärfer gemacht oder so, das haben wir nicht angefasst. Schau mal, wie klar der Helm da jetzt rauskommt. Das war jetzt mal mehr oder weniger ein Experiment, dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Link dazu ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, wir sind raus.
Ciao.